6. Unglaublich ein bisschen älter. Scheiße, ja mal! Ich hab kein Gefühl mehr! Fick dich. Let's go, hä? Fick dich. Nico hat das Gefühl, wir treffen uns alle um 9:30 Uhr. Jetzt ist 9:12 Uhr und wir gehen jetzt mal abholen. Okay. Nico, siempre. Kleine Überraschung. Oh, Scheiße. Ich bin auch kaum aufgewacht. Arschloch. Kommt genau so. Das ist so gemein. So, was soll das über der wahnsinnige Überfall morgen früh haben? Was hast du für mich? Du gehst heute zum Gfrörli-Club. Und zwar sind das Leute, die vor allem im Winter zweimal in der Woche in die Aare gehen. Eine eiskalte Aare, ab 20 Grad, finde ich d'accord. Und das weisst du. Ja, 20 ist heute ein bisschen daneben. Also 20 wird sie heute nicht mehr. Das packst du schon weg. Ich habe Equipment dabei. Ich habe recht viel Zeug dabei, das dir hilft. Mit dem musst du mir gar nicht auffahren, weil es genau was jetzt kommt. Gutes Mörgeln. Ich tue das einfach her, musst du es nicht nehmen. Man muss es dann schon nehmen. Eine gute alte Banane, zwei sogar. Hassi. Thermoskanne habe ich auch dabei. Aber mehr für mich eigentlich, weil es wirklich sehr kalt draussen. Sehr wichtig, es sind wirklich, wirklich gute Hosen. Was für... Nico. Ich bin Anuschka Leik und ich bin Mitgliederin von Gfrörli Club Bern. Also Gfrörli Club existiert ca. seit 2007 oder 2008. Wir treffen uns von November bis Ende April und wir gehen zusammen schwimmen in der Aare. Den ganzen Winter, bei jedem Wetter, außer wenn Aare Hochwasser hat. Okay, Anuschka, was machen wir jetzt? Also wir werden jetzt uns abziehen und wir gehen in die Aare schwimmen. Also das ist unser Plan heute, ja. Also wir machen heute mittlere Strecke mit dir, nicht die längste. Ah, das ist aber sehr sympathisch. Heute, die Strömung ist heute genug schnell, wir werden sehr schnell runter sein. Okay. Ich sage immer, das ist ein bisschen so wie Wodka trinken. So, einschnaufen, rein ins Wasser und einfach loslassen. Nico, Luft 9,3. Das spüre ich. Schon ein bisschen kalt, oder? 6. Unglaublich ein bisschen älter. Ich würde einfach oben aufschwimmen. Mach die ganz flach. Das vergesse ich dir nie. Das vergesse ich dir nie. Der Engel. Anuschka. Ja. Aber hast du mir noch ein, zwei Tipps? Also das Ding ist ja einfach immer, der Heikelpunkt ist immer zum Reingehen. Was mache ich? Der erste Step so schnell wie möglich rein oder langsam, Step by Step? Also ich würde sagen, schnell. Schnell rein? Schnell rein. Und du musst einfach dich, bevor du gehst, entspannen. Du darfst dich nicht verkrampfen. So einatmen, tief einatmen, ins Wasser flach rein und dann so ausatmen und loslassen. Weißt du, so rein und dann und loslassen, wie Wodka trinken. Wenn ich euch würde sagen, ich habe gar keine Angst, dann würde ich glaube ich ein bisschen lügen. Nein, das ist gut, dass du Angst hast. Das ist auch gesund, ja. Schon, eben um mich. Ich sage ja, Aare, geil, ab 18 Grad. Mehr ist knapp 6 Grad. Ja, das ist immer noch mehr als 5. Ja, das stimmt. Nicht schlecht, sagt er. Ja. Ohne Neopren. Was ist das? Du machst Mund zu. Warum Mund zu immer? Damit du durch Nase atmest. Dann atmest du nicht so schnell im Wasser, weißt du? Nein, ja, Angst hatte ich. Oh fuck.
Nico, ab in die Mitte. In die Mitte. Ruhig atmen, Nico. Spiel mal für das. Super. Aber am Anfang habe ich Panik bekommen. Aber wir haben nicht die Tänze. Das nützt mir. Das ist gut, ja. Also die haben richtig warm. So, jetzt gehen wir langsam nach rechts, Nico. Nach anderer Seite. Das ist geil. Ich kann ja hier mehr. Braucht ihr jetzt nicht, Kamera? Nico, so klein war er noch nie. Ja, noch nie. Du musst aufpassen, dass du da unten der Scheich nicht anstehst. Oh ja, jetzt Scheich, jetzt noch Scheich. Ja. Laufen! Laufen, ja was laufen? Es ist arschkalt, ich laufe nicht hier. Ich spüre meine Füße nicht, wie soll ich laufen? Du wirst ein lustiger Sieg. Scheisse, ja mal. Ich habe kein Gefühl mehr. Laufen musst du. Was? Hey, oh! Fuck! Safety, Fossil. Aha, ja, safety, safety. Dein Bauch? Hey, wie ein Fisch. Wie ein Fisch. Kannst du mir bitte nicht ankommen? Und wie fühlt es sich an? Was mir gut gefällt, sind deine Nippel. So, ist das alles, was du sagen kannst? Ah, so ein schöner Moment. Endlich ist er still. Endlich ist er still. Hat noch nicht oft gegeben. Fick dich. Let's go, hä? Fick dich. Jetzt gibt es, glaube ich, einen Wodka-Shot, habe ich gehört. Oh, jetzt gibt es mal eine gute Chai-Latte, hä? Weil bei dir ist auch jetzt alles andere als Latte, ja, oder? Ja, hey, ich kann dir sagen, was am meisten wirklich mit Abstand. Das ist nicht lustig, aber im Fall, alles ist irgendwie auf eine Art gegangen. Aber was wirklich leid ist, sind die Eier. Ja, das ist schon noch, ich habe es schon ein paar Tage gespürt. Es hat da wirklich Leute gegeben, die wirklich als Eunuchen geworden sind. Alles schon gehört. Also ich würde das schon abklären. Mann, keine Angst, meine sind ja auch noch da. Ja, ja. So viel, aber ist reicht doch für 30 Jahre. So, was sind deine Socken? Ich habe dir gesagt, du musst alles vorbereiten, dass du dich gerade anziehen kannst. Kappe, hast du eine? Nein. Was, keine Kappe? Nein. Ich habe kein Gefühl mehr in der Hand. Ja, das ist gut. Nein, kannst du nicht abstellen. Du kannst hier. Du musst dich entspannen. Du hast wieder diese Position. Gerade stehen, Bauch entspannen. Tief einatmen, so wirklich ruhig, ja. Und denk über etwas anderes. Danke, Amen. Ja, was für Ohrringe ich habe oder irgendetwas ganz anderes, ja. Ja, gut. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt richtig gefreut auf den Chai, weil es sehr kalt war, hier so lange zu warten, in der Kälte. Ich habe gehört, gewisse Leute fühlen sich so ein bisschen wie neu geboren. Nico, ist das so? Ich wollte sagen, meine Stimme irgendwie noch nicht ganz nachher. Und ich wollte fragen, Anuschka, wann kommt das geile Gefühl? Eigentlich jetzt schon. Siehst du, du lächelst. Ja. Deine Augen strahlen von Glück, dass du draußen bist. Aha, ja, ich strahle wirklich. Ich fühle mich wirklich glücklich. Es ist wie so nach einem Flug. Genau. Einfach wieder schön, froh am Boden zu sein. Anuschka, wie hat er sich geschlagen? Ist er gut gewesen, oder? Ich finde, du hast das sehr gut gemacht. Also weißt, heute Morgen habe ich nicht gewusst, dass ich in die Haare gehe. Jetzt, ich möchte dich fragen, würdest du das nochmal machen? Anuschka, ich muss dir sagen, ich glaube lieber der Zuschauer nächstes Mal. Aber ich muss dir sagen, merci vielmals, liebe Anuschka. Auch wenn mir das nicht wahnsinnig gefallen hat, bei 5 Grad in Aare zu baden, es hat mich von Herzen gefreut, dass ich dich und den Gfrörli-Club kennenlernen durfte. Und auch wenn ich etwas verrückt bin auf dich, danke dir gleich, hast du mir Anuschka näher gebracht. Ich bin da zum Verbinden, du weißt. Jetzt gehen wir mit Chai zurück. Nein, nicht einmal vielleicht.